Nikolaustag bei Ron. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit mir und ausnahmsweise gibt es den Themenüberblick auch von mir, denn meinem Kollegen in der Regie hat es heute leider die Sprache verschlagen. Wir blicken gleich zusammen auf die 2G-Plus-Regeln und was Sie in Ihrem Bundesland jetzt beachten müssten. Wir berichten außerdem über eine weihnachtliche Spendenaktion mit Herz und viel PS und wir haben auch heute wieder eine tolle Überraschung aus unserem Adventskalender für Sie. Das und mehr jetzt bei Ron. Geimpft, genesen, getestet und jetzt auch geboostert. Die Verwirrung über die seit Samstag geltenden neuen Corona-Maßnahmen, die Verwirrung ist auch hier in der Ron-Region groß. Denn was in Rheinland-Pfalz gilt, das kann in Baden-Württemberg schon wieder hinfällig sein. Larissa Hoffmann über den 2G-Plus-Irrsinn. Viel Platz gibt es derzeit in diesem Fitnessstudio in Ludwigshafen. Durch die neue 2G-Plus-Regelung kommen spürbar weniger Menschen zum Trainieren. 20-30% waren es am Wochenende. Natürlich leiden wir darunter, nicht nur wir, sondern auch viele andere im Einzelhandelbereich oder in der Gastronomie. Wir alle müssen damit irgendwie klarkommen. Denn drastisch ist die weiterherrschende, fast konsequente Uneinigkeit über den Verordnungsdschungel. So gilt in Rheinland-Pfalz flächendeckend die 2G-Plus-Regelung in Innenräumen und überall dort, wo nicht durchgängig eine Maske getragen werden kann. Das gilt zum Beispiel auch beim Trinken im Fitnessstudio. Allerdings sind Selbsttests unter Aufsicht vor Ort möglich. Ausgenommen von der Testpflicht sind nur Menschen mit einer Boosterimpfung. Wir müssen natürlich dann möglichst schnell über unsere Kanäle unsere Mitglieder informieren. Da gab es über das Wochenende natürlich hunderte Anfragen und viel Unklarheit natürlich bei unseren Mitgliedern. Und die Mitarbeiter mussten dann auch schnell informiert werden. Das galt vor einer Stunde, jetzt gilt es aber so. Ähnlich, aber eben nicht gleich, sieht es in Baden-Württemberg aus. In Restaurants wie hier von Joshua Merz dürfen nur noch Geimpfte mit einem negativen Corona-Test. Eigentlich. Denn auch hier gibt es Ausnahmen. Keinen Test für Menschen mit Boosterimpfung und Menschen, deren Impfung oder Infektion maximal 6 Monate zurückliegt. Ein regelrechtes Corona-Wirrwarr. Ja, ich denke auch, das ist einfach Impfmarketing. Die Regierung möchte jetzt einfach, dass die Leute auch schnell zum Boostern gehen, um einfach wieder mehr Sicherheit zu schaffen. Wenn das so ist und das hilft, dann ist das völlig in Ordnung für uns. Wir können auch das kontrollieren und es ist für uns jetzt keine große Umstellung. Nicht nur für die Betreiber. Wir sind auch alle durcheinander. Wir wissen nicht, was sollen wir, was nicht und so und so. Wir müssen diese Pandemie irgendwie zum Stillstand bringen. Egal wie, ob so ist oder so. Wenn wir uns die Zahlen in den Intensivstationen angucken, sollten wir für die Solidargemeinschaft, sollte jeder in den sauren Apfel halt beißen und zusehen, dass er sich und andere schützt. Auch wenn in Ludwigshafen weniger geschwitzt wird, ist man hier immerhin froh, dass überhaupt noch Kunden zum Trainieren kommen können. Der Wunsch dennoch, bundesweit einheitliche Verordnungen und Schluss mit dem Regelwirrwarr. Wir bleiben beim Thema und sprechen jetzt mit dem Virologen Dr. Binder über 2G+. In Baden-Württemberg, da entfällt bei der 2G-Plus-Regelung die Testpflicht für Menschen mit Boosterimpfung, Geimpfte bzw. Genesene, bei denen die Impfung oder die Covid-Erkrankung maximal 6 Monate zurückliegt. Die brauchen ebenfalls keinen Test. Ist ein Test, wenn man geboostert ist, denn trotzdem sinnvoll? Also sagen wir so, testen ist immer besser als nicht zu testen. Wir wissen, dass wir, egal wie gut eine Impfung funktioniert, trotzdem Impfdurchbrüche haben können. Das heißt, man kann sich dennoch anstecken. Allerdings ist dieses Risiko nach einer Boosterimpfung tatsächlich deutlich geringer. Und von daher ist jetzt eben diese Testpflicht ausgenommen worden für geboosterte Menschen. Und ich denke, das ist so aktuell auch noch vertretbar. Wo liegen denn eigentlich die Unterschiede zwischen der Boosterimpfung und der vorherigen Impfung, was die eigene Ansteckung und auch die Übertragung des Virus angeht? Ja, also eigentlich sollten wir bei der Boosterimpfung gar nicht so sehr von Auffrischung sprechen. Im Prinzip ist es tatsächlich der Abschluss der Grundimmunisierung, wie wir das ja zum Beispiel auch von anderen Impfungen wie der Impfung gegen die Hepatitis B kennen, dass diese Impfung eben in 3 Dosen verabreicht wird. Denn dadurch geben wir dem Immunsystem eben noch mehr Zeit und Chance, die Spezifität für den Erreger besonders ausgeprägt auszubilden und einen besonders wirksamen Immunschutz auszubilden. Und von daher ist dann wirklich nach der 3. Dosis unser eigener Schutz vor Erkrankung
deutlich höher als nach abgeschlossener zweiter Impfung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass nach der zweiten Impfung das über 6 Monate hinweg langsam schon wieder abnimmt. Und nach der dritten Ebene haben wir dann wirklich ganz robuste Level, die hoffentlich dann auch etwas stabiler und länger anhaltend sind. Kurze Frage zum Schluss. Was meinen Sie, welcher Weg führt uns jetzt auch raus aus der Pandemie? Lockdown oder Impfpflicht? Also das ist eine schwierige Frage. Jetzt aus der aktuellen vierten Welle wird uns die Impfpflicht nicht herausführen, weil die ja sowieso erst im nächsten Frühjahr kommen wird, wenn überhaupt. Ein wirkliches Anziehen der Impfquote wird uns helfen. Die Boosterimpfung definitiv, weil wirklich der Booster vermittelt einen deutlich erhöhten Schutz. Das wird helfen. Allerdings, ob es genügt, um diese Welle zu brechen, das werden wir sehen. Und ich halte es für durchaus möglich, dass wir da auch mit weiteren Kontaktbeschränkungen arbeiten müssen oder dass die Politik mit weiteren Kontaktbeschränkungen arbeiten muss, um eben dieses Gros an Zahlen wirklich wieder runterzubrechen. Aktuelle Einschätzung von Dr. Binder. Danke Ihnen. Dankeschön. Wir machen sportlich weiter und blicken auf die schwächelnden Rhein-Neckar-Löwen. Der Handball-Bundesligist treibt aktuell seine Kaderplanung für die kommende Saison voran und hat so auch schon den bis zum Ende des Jahres 2021 laufenden Vertrag von Nicolas Katsisiannis verlängert. Der 39-jährige Torwart bleibt bis zum Saisonende. Auch der dänische Nationalspieler Niklas Kirkelocke hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um 2 Spielzeiten verlängert. Doch es heißt auch Abschied nehmen. Die Löwen haben in ihrer Presseerklärung ebenfalls mitgeteilt, dass Ilija Abutovic ab der kommenden Spielzeit nicht mehr für den zweifachen deutschen Meister auflaufen wird. Weitere Meldungen aus dem Sport gibt's jetzt von Philipp Köhl. Platz 2 soll es sein. Wenn der Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim heute Abend den Ligakonkurrenten SVW in Wiesbaden empfängt, bietet sich den Buwer eine große Chance. Denn mit einem Sieg würde die Mannschaft von Cheftrainer Patrick Löckner den Sprung auf Tabellenplatz 2 schaffen. Dabei muss der SVW allerdings auf die gewohnte Unterstützung im heimischen Karl-Benz-Stadion verzichten. Denn durch die verschärften Corona-Vorschriften des Landes Baden-Württemberg dürfen nur noch 750 Zuschauer das Drittligaspiel im Stadion verfolgen. Mannheimer Trio wird Vize-Weltmeister. Die deutschen U21-Hockey-Junioren haben den 7. Weltmeistertitel der Verbandsgeschichte knapp verpasst. Die DHB-Auswahl, bei der mit Torhüter Sean Dannenberg sowie Erik Kleinlein und Mario Schachner auch 3 Spieler vom Mannheimer HC im Kader standen, mussten sich im Finale Argentinien mit 2-4 geschlagen geben. Besonders bitter, da die Deutschen die Argentinier in der Gruppenphase noch besiegten. Hauptgrund für die Niederlage war die hohe Effizienz der Argentinier bei Strafecken. Auszeichnung für Seitz. Die Mannheimerin Elisabeth Seitz hat es mal wieder geschafft. Deutschlands Vorzeigeturnerin wurde vom Turnclub Deutschland zur Turnerin des Jahres 2021 ausgezeichnet. Die 28-Jährige ist dreifache Olympiateilnehmerin und mit 23 gewonnenen deutschen Meisterschaftstiteln an verschiedenen Geräten sowie im Mehrkampf Rekordmeisterin im deutschen Kunstturnen. Bei den vergangenen Spielen in Tokio erturnte sie sich am Stufenbarren den 5. Platz. Und ich hoffe, Sie bleiben jetzt auch noch ein bisschen auf Ihrem Platz vorm Fernseher, denn dann sehen wir uns gleich wieder nach einer kurzen Werbung. Willkommen zurück bei Ron am Montagabend. Schluss mit Weihnachtsmärkten. In Baden-Württemberg sind sie schon zu. In Rheinland-Pfalz ist es zwar noch nicht offiziell, aber aufgrund steigender Inzidenzen haben sich mehrere Städte, darunter Landau, Neustadt und Speyer, freiwillig dazu entschieden, ihre Märkte zu schließen. War es das also mit Glühwein, Crepe und Flammlachs in diesem Jahr? Nicht unbedingt. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie zu Hause selbst für ein bisschen Budenzauber sorgen können. So ein bisschen Weihnachtsmarktfeeling zu Hause, das wäre doch schön. Mit selbstgemachtem und gekauftem Glühwein, Flammlachs, Kartoffelpuffer und Kinderpunsch wird Familie Gronover es testen. Los geht's mit den selbstgemachten Kartoffelpuffern. Alle Zutaten haben etwa 3 Euro gekostet. Ich finde, man braucht jetzt auf jeden Fall Geduld, ne? Weil es sind da 2 Reibekuchen, die sich in der Pfanne wohlfühlen. Vorbereitung und Braten dauern 30 Minuten. Schneller geht's mit den fertigen aus dem Discounter für 1,69 Euro und vom Supermarkt für 2,50 Euro. Was ist, das verraten wir unseren Testern erstmal nicht. Der Geruch ist schon ein bisschen anders als bei den frischen. Ich finde das jetzt eigentlich ganz okay. Also die finde ich jetzt nicht so sehr appetitlich.
Die sind total hell und die sind so richtig rund. Probieren wir es aus. Ja. Ob die Fertigreibekuchen trotzdem geschmacklich mithalten können, sehen wir am Ende. Als nächstes wird der Weihnachtsmarkt-Klassiker Flammlachs vorbereitet. Dazu braucht man wiederverwendbare Zedernholzbretter. Die werden erstmal angefeuchtet. Im Zweierpack gibt's die online für rund 35 Euro. Und der Fisch, der wird ordentlich gewürzt. Ich muss sagen, das sieht toll aus und das riecht auch schon unheimlich gut. Auch jetzt die Gewürze in Kombination mit dem Zedernholz. Und ich habe auch schon richtig Hunger. Na, etwas Geduld. Auf dem Grill braucht der Fisch knapp eine halbe Stunde. Zeit, sich an das Weihnachtsmarktgetränk überhaupt zu machen. Glühwein, die Zutaten für den selbstgemachten, kosten rund 6 Euro. Ist jetzt keine spontane Sache, ich mach mal eben schnell einen Glühwein, ne? Weil 2 Stunden später ist er dann soweit. Also nichts für spontane Freunde des Glühweins. Anders die fertigen aus der Flasche. Und nicht nur in Sachen Zeitfaktor liegen die vorne, sie sind auch deutlich günstiger. Für 3 Euro gibt's den Glühwein beim Discounter, für 4 im Supermarkt. Aber da liegt was in der Luft. Der riecht komisch, ne? Finde ich. Jetzt wollte ich nochmal hier bei dem anderen eine Nase nehmen. Und der hier, der riecht irgendwie nach nix. Also das riecht nicht natürlich. Ob's trotzdem schmeckt, sehen wir gleich. Für die Kinder gibt's alkoholfreien Kinderpunsch. Der Punsch vom Discounter kostet 1,80 Euro, der vom Supermarkt 2,30 Euro. Die müssen nur noch erwärmt werden. Und auch hier wird Kinderpunsch selbst gemacht, und zwar für rund 6 Euro. Also es riecht gut und ja, wird auch, glaube ich, schmecken. Bevor geschlemmt werden kann, muss noch der Fisch aus dem Supermarkt und der aus dem Discounter erwärmt werden. Im Discounter gibt's den Flammlachs im Zweierpack für rund 4,50 Euro, im Supermarkt für 5,40 Euro pro Stück. Also für mich ist das jetzt einfach ein Stück Lachs, was ich brate. Nach 10 Minuten kann angerichtet werden. Fürs winterliche Weihnachtsmarktfeeling geht's zum Probieren in den geschmückten Garten. Erst die Reibekuchen. Auf den ersten Blick erkennt man ganz klar die selbstgemachten. Aber welche sind vom Discounter und welche vom Supermarkt? Nina hat eine Vermutung. Das ist der Discounter-Reibekuchen. Der schmeckt nach Kartoffel, aber irgendwie so künstlich, finde ich. Das ist der Supermarkt-Reibekuchen für 2,50 Euro. Zumindest bei unseren Testern kann der leider nicht punkten. Anders der selbstgemachte. Ja, ich finde auch den selbstgemachten Reibekuchen gut, so von der Konsistenz, vom Geschmack her. Und wir ahnen es schon, auch der Discounter-Reibekuchen kommt nicht gegen den selbstgemachten an. Kommen wir zur nächsten Weihnachtsmarktleckerei, Flammlachs. Erst der vom Discounter. Also wenn ich es nicht wüsste, könnte ich nicht herausschmecken, dass es Fisch ist. Und wie schmeckt der vom Supermarkt? Ja, der ist schon deutlich besser, Konsistenz besser und der wird vom Supermarkt wahrscheinlich sein. Richtig, der Fisch vom Supermarkt schmeckt und jetzt die selbstgemachte Variante. Also mir schmeckt. Ist ein bisschen trocken geworden, aber geschmacklich und von der festeren Konsistenz top. Also volle Punktzahl für den selbstgemachten Flammlachs. Und jetzt gibt's was zu trinken. Kinderpunsch. Also bei mir schmeckt es auch eher nach Traubensaft. Und jetzt nicht so nach Weihnachten. Mir schmeckt auch so nach Apfelzimt. Also in dieser Tasse jetzt ist der Punsch, von dem wir dachten, es ist der aus dem Supermarkt. Also der ist noch mal eine Ecke süßer als der erste. Der Süße ist tatsächlich vom Supermarkt. Und wie ist der selbstgemachte Punsch? Mir schmeckt er eher nach Kinderpunsch auch. Also gut. Und auch, dass man das Zimt jetzt sehr rausschmeckt. Zimt klingt gut und damit hat der selbstgemachte Kinderpunsch überzeugt. Für Mama und Papa gibt's jetzt noch was selbstgemachtes Hochprozentiges. Boah. Also den Rum merkt man und der übertüncht halt leider das ganze Weihnachtsgeschmäckle. Und wie ist das Geschmäckle vom nächsten Glühwein? Ja, der finde ich schmeckt jetzt gut. Also für mich ist das jetzt wirklich so das Gefühl wie am Weihnachtsmarkt. Und wie ist das Gefühl bei dem so? Ich finde den zu süß. Also mein Favorit ist ganz klar der Supermarktglühwein. Da trinke ich jetzt deinen noch mit. Und genau der ist für unsere Tester der Sieger. Dagegen schmecken selbstgemachter Flammlachs, Reibekuchen und Kinderpunsch einfach wie auf dem Weihnachtsmarkt. Letztendlich finde ich, so ein bisschen Weihnachtsgefühl haben wir uns definitiv nach Hause geholt. In Summe muss ich sagen, war das schon ein sehr vorweihnachtliches Gefühl, was wir uns hier gemacht haben.
Unser Experiment ist also geglückt. Man kann sich den Weihnachtsmarkt ganz einfach nach Hause holen. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Thema Weihnachten und die Frage an Sie. Wie stellen Sie sich denn den Weihnachtsmann vor? Ganz klassisch mit Rentieren und Schlitten oder vielleicht doch eher so hier auf dem Motorrad? Die Harley Sanders kennen Sie vielleicht schon. Wir haben bereits in den vergangenen Jahren über die motorradfahrenden Weihnachtsmänner berichtet. Und auch in diesem Jahr sind sie wieder auf der Straße unterwegs und sammeln für einen guten Zweck, nämlich für das Kinderhospiz Sterntaler. Knapp 40 Harley Sanders in Weihnachtsmontur. Und unsere Reporterin Olivia Coppius war auch dabei und hat die Weihnachtsmänner exklusiv begleitet. Sie haben sich wieder auf den Weg gemacht. Mit lauten Motorengeräuschen, ihren Kostümen und vollgepackten Säcken haben die Riding Centers heute wieder verschiedene Einrichtungen in Rheinland-Pfalz besucht. Darunter auch die Kindertagesstätte Abenteuerland in Maikammer. Das ist super. Also ich finde, sie machen viele Kinder glücklich. Egal, ob sie Kinder sind, zu denen sie jetzt fahren oder denen sie Geld spenden. Also es sind strahlende Kinderaugen im Nachhinein auf jeden Fall. Über 2000 Geschenkverpackungen haben die Harley-Fahrer dafür gebastelt. Das sorgt nicht nur für strahlende Kinderaugen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was die machen, habe ich geheult. Und als ich Riding Santa wurde, habe ich geheult. Und auch heute, wenn ich die Kinder am Straßenrand winke, ist einfach ein toller Moment und es ist so emotional. Seit 2015 gehen die Riding Centers auf Tour, um Spendengelder für das Kinderhospiz Sterntaler zu sammeln. Allein im vergangenen Jahr kamen dabei über 78.000 Euro zusammen. Die Idee, die Riding Centers ins Leben zu rufen, hatte vor einigen Jahren Patrick Kunz. Für ihn eine Herzensangelegenheit. Und so ein Kinderhospiz ist wie so ein kleiner Urlaub, dass die Mutter und der Vater zum Beispiel einfach mal 3 Stunden mehr Zeit für sich haben, weil sie wissen, das Kind ist in guter Betreuung und für die Eltern kann oder das Geschwisterkind kann sich darum gekümmert werden, pädagogische Arbeit, Ergotherapie etc. pp. Und das alles wird halt nur spendenfinanziert möglich. Allein heute fuhren die Harley-Fahrer dafür durch 30 verschiedene Ortschaften und über 120 Kilometer. Bis zum Januar sammeln wir Geld und die Sterntaler freuen sich einmal über die Spenden, aber auch, weil wir halt immer auf die Kinderhospizarbeit überhaupt aufmerksam machen. Das ist auch ein großes Steckenpferd, warum dass wir eigentlich unterwegs sind hier. Neben Kitas und Schulen wurden auch die Ältesten in Seniorenheimen besucht. Und auch die haben sich sehnsüchtig auf die Weihnachtsmänner und ihre PS-starken Schlitten gefreut. Olivia Coppius, passt die Weihnachtsmänner jetzt bei ihrem letzten Stopp in Speyer ab? Da werden die Spenden übergeben. Olivia, der Aktionstag, der neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Für die Weihnachtsmänner ist so langsam auch Schluss, oder? So ist es. Vor ein paar Minuten sind die Harley Centers hier auf dem Domplatz in Speyer vorgefahren. Und wie man sehen kann, auch hier eine kleine Attraktion, eine Menschenansammlung hat sich an den Harley Centers bereitgestellt und bewundert die Nikoläuse auf den Motorrädern, was man ja auch nicht jeden Tag sieht. Also ist auf jeden Fall was fürs Auge, aber natürlich nicht nur. Wir haben eben schon im Beitrag gehört, es geht ja auch um den guten Zweck. Und bei mir ist jetzt stellvertretend für das Kinderhospiz Sterntaler Frau Anja Herrmann, die Geschäftsführerin vom Kinderhospiz Sterntaler. Sie nehmen ja heute auch symbolisch den Spendenbetrag entgegen. Wir wissen noch nicht genau, wie viel am Ende dabei rumkommt, aber Sie kennen ja aus den vergangenen Jahren schon, es war immer einiges und Ihre Einrichtung kann diese Spenden bestimmt auch gut gebrauchen. Ja, sehr gut gebrauchen. Wir freuen uns, dass die Santas unterwegs sind wieder, um den Menschen Freude zu bringen, aber auch uns zu unterstützen. Denn wir brauchen die Unterstützung wirklich für ja, die Pflege unserer Kinder, aber auch für die pädagogische Arbeit, für die Geschwisterkinder, für die Tiertherapie und die Musiktherapie, also ganz viele Bereiche, die wir damit finanzieren müssen. Jetzt haben wir in diesem Winter eigentlich das Gleiche, die gleiche Situation wie im letzten Winter. Wir haben Corona-Maßnahmen, wir haben Kontaktbeschränkungen. Wie herausfordernd ist denn gerade diese Zeit auch für Sie im Kinderhospiz, für Sie und Ihre Mitarbeiter? Eine große Herausforderung, denn wir wollen weiterhin natürlich auch die Familien aufnehmen können. Und dann heißt es eben auch zu schauen, wie können wir das machen im Haus und ja, in dem ganzen Corona-Chaos doch eine professionelle Nähe herzustellen, ist die große Herausforderung. Was sind denn da so die größten Probleme, vor die Sie sich gestellt sehen? Also wie sieht es zum Beispiel aus mit den Kontaktbeschränkungen im Kinderhospiz, mit dem Personal? Ja, also wir haben es mit etwas zu tun, was wir nicht sehen und es macht natürlich uns alle auch betroffen. Und wir
versuchen mit dem Personal einfach auch immer wieder ins Gespräch zu kommen, wie man eben mit den Kindern den Tag verbringen kann, mal mehr, mal weniger in der Distanz oder in der Nähe. Aber zur Pflege braucht man eben auch Nähe und die kann man nicht aus der Ferne machen. Im Januar werden ja dann auch die Centers nochmal zum Kinderhospiz Sterntaler kommen und da werden sich bestimmt auch die Kinder sehr darüber freuen. Da werden wir genauso viele leuchtende Kinderaugen sehen, wie wir sie heute gesehen haben. Ja. Frau Herrmann, vielen Dank schon mal für das Gespräch und wir sind einfach gespannt, ob die Harley Centers in diesem Jahr den Spendenbetrag von letztem Jahr nochmal toppen können. Olivia Koffius live aus Speyer. Danke dir, Olivia. Und wir kommen jetzt zu unserem Adventskalender und werfen einen Blick hinter das Nikolaustürchen. Der Ron-Adventskalender wird präsentiert von Q6, Q7 Mannheim. Weihnachtsshopping auf drei Ebenen mit tollen Marken aus Fashion, Food und Lifestyle. Und dahinter verbirgt sich ein Shopping-Gutschein für Q6, Q7 Mannheim, das Quartier. Sie können heute auf unserer Facebook-Seite einen 100-Euro-Gutschein gewinnen. Mit diesem Wertgutschein können Sie in allen teilnehmenden Geschäften bargeldlos, einfach und sicher einkaufen. Der Wertgutschein ist für jeden das passende Geschenk. Sie erhalten ihn in einer schicken Geschenkverpackung und der Gutschein kann in allen teilnehmenden Geschäften des Quartiers eingelöst werden. Die Gültigkeit Ihres Quartiergutscheins beträgt 3 Jahre. Der Ron-Adventskalender wird präsentiert von Q6, Q7 Mannheim. Weihnachtsshopping auf drei Ebenen mit tollen Marken aus Fashion, Food und Lifestyle. Ich sag mal so, mit dem Gutschein könnte man sich bestimmt auch einen dicken Schal oder Handschuhe für das Wetter in den nächsten Tagen kaufen. Hier kommen die Aussichten. Nach Schnee und Glätte in der Nacht setzt sich morgen schnell trockenes Wetter bei uns durch. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke etwas auf. Vor allem entlang des Rheins können wir dabei auch herrlichen Sonnenschein genießen. Anfangs weht dazu ein kräftiger Wind. Dienstag starten wir meist frostfrei in den Tag, nur im Bergland gibt es leichten Frost. Bis zum Nachmittag erreichen die Temperaturen 3 Grad im Odenwald und 6 Grad mit Sonne am Rhein. In den nächsten Tagen ist immer wieder Schnee und Schneeregen unterwegs. Am ehesten trocken verläuft dabei der Donnerstag. Die Schneefallgrenze sinkt dabei allmählich auf 500 Meter. Der Himmel präsentiert sich die meiste Zeit wolkenverhangen und damit droht nachts meist nur in den höheren Lagen Frost. Tagsüber sind bis maximal 5 Grad möglich. Ich habe es schon zu Beginn der Sendung angekündigt. Der Kollege neben mir hat heute keine Stimme, aber inzwischen. Dafür habe ich ja Unterstützung, tatkräftige Unterstützung. Ihr versteht euch auch ohne Worte, nehme ich mal an. Aber vielleicht könnte es helfen, dass da ein bisschen Schokolade ist. Das kann ja vielleicht auch helfen gegen eine verloren gegangene Stimme. Oh Gott, da hast du bestimmt heute was im Nikolaus-Stiefelchen gehabt, nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. Leider nicht. Hattest du denn was? Bekommst du was von deinen Eltern oder so? Also Schokolade nicht, aber es gab einen kleinen Gutschein. Oh, das ist doch auch gut. Ist auch nett, ne? Ja. Ja. Bei mir jetzt keine Schokolade, sondern eher Halsbonbon und Tee. Und dann hoffentlich morgen wieder mit Stimme. Ja, und eine kleine Liebkosung von der Sammy gerade. Genau. Das war auch nett. Schönen Abend Ihnen. Ja, schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ui.